Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Darksiders 2. So, wir machen jetzt hier das komische Rätsel auf jeden Fall mal. Oder probieren es zumindest. So, ich bin der Meinung, ich muss das Ding jetzt runterdrücken. Nee, halt. Doch, das war schon richtig. Runterdrücken. Jetzt mit dem hier. Ich brauche das Ding. Einmal auf volle Pulle. Nee. War schon verkehrt. Das war schon komplett verkehrt. Ich muss nicht zuerst den drücken. Sondern ich muss... Na. Den hier schieben. So, dann muss ich wechseln. Dann einmal hier drauf schießen. Gestalt wechseln. Loslassen. Gestalt wechseln. So. Und so. Jetzt müssten sie gewechselt haben. Heißt, wir schieben jetzt den hier runter. So. Und springen jetzt rüber. So weit, so gut. Und dann nehmen wir hier den Schalter. Und der macht uns die hintere Tür auf. Jawohl, hat geklappt. So, dann Seelenteilung einmal rausnehmen. Können wir jetzt hier durchlatschen. Ah, jetzt habe ich wieder weder Pistole noch irgendwas anderes ausgerüstet gehabt. Na, noch einer? Hä? Da dürfen wir noch nicht rein. Er kommt! Ja. Zerstöre! Ah, die immer mit ihren komischen Missen. Scheiß Verderbtheit. So, nehmen wir uns doch nochmal ein paar Ghoule hier. So. Okay. Und da ist noch einer. Na komm schon. So, jetzt können wir uns hier den Schlüssel holen. Ah. Da drüben geht es auch noch irgendwo hin, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, da komme ich nur hin, wenn wir jetzt von hier oben, oder? So. Ah, so müssen wir hier rüberkommen können. Kriegen wir wenigstens noch die kleine Kiste hier. Lebenstank. Ah ne, hier müssen wir hoch. Ihr werdet schön zerschossen. Und jetzt können wir hier die Tür öffnen. Und das Ding müssen wir jetzt versetzen. Na gut, dann nehmen wir uns jetzt das Ding hier. Heißt, wir brauchen hier einmal was. Muss ich gerade selber ein bisschen gucken. Wir müssten ja jetzt eigentlich jetzt wieder den ganzen Weg nochmal zurücklatschen, oder? Gab es hier nicht noch eine Abkürzung? Wir müssen ja jetzt hier unten unter den Turm runter. Können wir hier... Nein, nicht geschafft. Okay, hier können wir nicht abkürzen. Schade, schade, schade. Heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt nochmal rumlaufen.
Wir müssen ja jetzt in den unteren Gehege der Türme. Weil da war ja, glaube ich, das Ding aufgeladen. So. Genau, hier ist das Ding nämlich aufgeladen. Und somit reinigen wir hier die Verderbtheit weg. Und selber können wir jetzt auch da durchspringen. Ohne Problem. So, jetzt will ich erstmal hier lang gehen, weil auf der anderen Seite habe ich schon gesehen, ist eine Truhe, die auf uns wartet. Aber ich weiß nicht, ob hier jetzt noch irgendwas ist. Wäre ja gut möglich. Okay, der springt jetzt da hinten rum. Sind wir hier jetzt falsch? Und die nächste Frage ist, wurde dieser See jetzt auch gereinigt? Ja. Was ist das? Genomatgnom. Eine mysteriöse Gnomstatue, die aus Genomat zurückgelassen worden ist. Hä? Okay. Habe ich vorher noch nie gefunden, das Ding. Ja. Passt. Wackelt, hat Luft. Irgendein extremes Secret haben wir da jetzt gefunden. Aber wer kommt denn da auch schon drauf? Dort denn da zu suchen? So gut, ich will jetzt nochmal kurz auf die andere Seite, weil da war ja jetzt gerade der Wichtel. Der sich immer vor uns wegteleportiert. Ah, alle hab. Und gerade so geschafft. Oh, na, ich vergesse immer, dass Steam denn aufgeht. Ist halt ein bisschen blöd gelöst. So, jetzt haben wir hier zwar die Kiste leer geräumt, aber wir hätten da auch einfach so rübergehen können. Na gut. Dafür haben wir so eine Gnomenstatue gefunden. Immerhin mal was anderes. Ja, jetzt fehlt nur noch ein Weg und der müsste jetzt hier drüben sein. Und exekutieren? Nein. Und reicht's ja aber. Reiter! Nee, Reiter ist nicht. Echt? Wir haben ja was Neues. Na, daneben. Wir haben es nicht so mit dem Dien. Solange es nicht unseren Zweck dient. Tschüss. Na, noch einer? Nö. Okay, runterspringen. Für eine Münze. Das müsste doch jetzt der Weg sein, oder? Ah, hier hinten geht's wieder rauf. So. Klettertour beendet. Nee, halt. Ich glaube, wir sind hier gerade falsch abgebogen. Upsi.
Hier hätten wir lang gemusst. Ja, okay, wir sind schon mal richtig, weil hier ist schon wieder dieser Blitzi. Danke, dass er nicht angegriffen hat. Sehr gütig von ihm. Will er uns zeigen? Ist er jetzt böse oder ist er jetzt gut? Ah, wenn du denkst, dass wir da nicht rüberkommen. Da hast du dich aber geschnitten. So. Alle ab. Alle ab. Einmal durch. Und ich glaube, ich habe den einen ein bisschen zu sehr bepowert. Aber wir werden gleich hier wieder rausgeschmissen. Ne? Ist doch nett. Nee. Ich höre ihn. Ach, er ist da hinten. Ah. Okay, auf den kann ich gar nicht schießen. Aber auf den da. Nochmal sehen. Das wird bestimmt jetzt gleich ein Todesstoß. Ich muss jetzt nicht wirklich im Sprung anfangen zu ballern, oder? Weil wenn ja, dann wäre das extrem. Das geht gar nicht. Okay, kurz umgucken. Da gibt es eine Wand, dass man da rüberkommen soll. Ich habe den Falschen beschossen. Immer mal ganz genau umgucken. So, kommen wir nämlich rüber. So wird da noch ein Schuh raus. So, das heißt, wir müssen den voll aufladen und den voll aufladen. Jetzt hier reinspringen. Uiuiui, da kriegen wir ja... Da wird man ja ganz wuschig im Kopf hier. So, kurz wieder auf Pistole wechseln. Mir ist das lieber. Was bist du? Ein Teleportheizer bist du. Boah, was macht die für einen Schaden, ey? Oha. Okay, ich brauche Hilfe. Eindeutig. Alter, 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 alter. Mal sehen, was du von Krähen und Ruhe hältst. Zumal man kann sich denn auch nicht wirklich wehren, wenn die richtig drin sind. Na komm. Jawohl. Also das sind ja wirklich extrem pissige Kreaturen. Aber gut, hier haben wir jetzt die Originalseele. Jetzt sei schon Seele dazu. Also eigentlich nur das Teil, was gereinigt werden kann. Oder womit wir reinigen können. Hier kommen wir ganz normal durch. Was haben wir hier? Okay. Dann drehen wir hier einmal dran rum. Ja, komm. Ja, ne. Ja.
So, dann einmal die Gestalt wechseln, weil ich glaube, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Einmal rausziehen. Kann mich ja hier drin mal kurz so ein bisschen umgucken. Die müssen auf jeden Fall irgendwie beleuchtet werden, so wie es aussieht. Und den Stein, den habe ich jetzt nur durch Zufall gesehen. Wir müssen uns sicherlich jetzt da drauf stellen. Was bringt das? Wir kriegen doch dann da hinten das Licht gar nicht hin. Deswegen nehme ich nochmal Chrono und setze den hier mal schon mal da drauf. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Und, nee. Wir müssen uns ja erstmal hier draufstellen. Damit der Körper getragen werden kann. So. Gut. Du darfst da schon mal dran. Und du musst jetzt einmal ziehen. Und du schieben. Denn einmal auflösen. Ah. Aber an den komme ich gar nicht ran. Okay. Gut. Das heißt, ich muss erstmal einen anderen nehmen, wa? Na, ich krieg den mit den Luftattacken immer nicht. Jetzt können wir hier unten. Ah, komm schon. Na, komm. Ja, voll. Der hat gut gepfeffert. Hier haben wir wieder eine heilige Schriftrolle des Seelenlenkers. Die sind auch überall verstreut. Haben wir hier hinter noch was? Nee. Hm. Was soll mir das aber bringen? Und da vorne ist sogar noch eine Kiste. Da ist auch eine Kiste. Okay, splitten wir uns erstmal wieder auf. Ah, kurz das Ding irgendwie drehen. Okay, das ist mega merkwürdig, dass da jetzt. Ah, ich verstehe schon, wie es gemeint ist. Wir sollen bestimmt jetzt von hier. So, und dann sollen wir einmal loslassen. Dann werden wir den Kilometer in den Tod geschossen. Aber ich sehe da doch noch ein. Oh, Mist. Das war jetzt komplett verkehrt. Okay. Jetzt bewegen die sich. Ja, jetzt muss ich nochmal von vorne machen. Ja, Mensch. So. Mit dem einmal das Ding aufdrehen. Na, komm schon. So, mit dem Ding kann ich das jetzt nicht löschen. So. Okay. Da müssten wir jetzt die Spaltung auflösen. Das Ding wird gedreht. So, und jetzt voll aufladen müssen. Okay, das Ganze nochmal von vorne. Spalten. So, einmal rumdrehen. Mit dir hier einmal mit Power drauf schießen. Mit Power drauf schießen. Spaltung entfernen.
Und mit Schmackes draufballern. So, aber das bringt mich immer noch nicht weiter. Weil dadurch sitzen wir zwar jetzt hier, aber wir kommen hier nicht rüber. Oh oh. Okay, ich werde hier wieder abgesetzt. Das heißt, ich muss mich jetzt hier doch nochmal splitten. Schiebe das Ding jetzt hier einmal durch, weil dann ist da offen. Gehe mit dem jetzt hier durch und dort rüber, um hier eine Kiste zu bekommen. Das habe ich doch jetzt nur für die Kiste getan, oder? Ja, aber sonst gibt es hier doch gerade nichts, was man wirklich machen könnte. Ich löse das Ganze nochmal auf. Hier kann man runterspringen, um da rüber zu kommen. Das Ding müsste ich eigentlich besetzen, damit es sozusagen gereinigt wird. Flügel haben wir keine. Jetzt gehe ich hier nochmal außen rum. Dort drüben kommen wir auch nicht rüber. Was übersehe ich? Wir können ja von hier drinnen nicht wirklich ballern. So, wir machen da nochmal drauf. Wir gehen jetzt hier nochmal rein. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? So, einmal aufdrehen. Den Sockel holen. Auflösen. Draufstellen. Upp. So. Na, dann kommt und zieht das Ding nochmal. So. Und du schiebst das jetzt einfach rein da. So, dann auflösen. Ich komme da noch so nicht ran. Das ist doch das Problem. Ich komme an das Ding überhaupt nicht ran. Egal von welcher Seite aus. Habe ich hier jetzt wirklich irgendwas Krasses übersehen oder so? Hier ist ja auch sonst nichts weiter. Das Ganze jetzt nur für die Truhe gemacht zu haben, ist ja jetzt auch useless. Denke ich mal. Gut, wir machen das nochmal anders. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir es machen müssen. Jetzt müsste ich dich ja eigentlich nur noch aufschieben. Na komm. Genau. Dann lassen wir dich einmal los. So wird ein Schuh draus. Wir waren schon auf dem richtigen Weg, bloß noch nicht ganz richtig. Weil dadurch, dass ich jetzt sozusagen da hinten rüber gesprungen bin, der da hinten muss ja nur den in der Mitte hier erreichen. Der muss hier zurückgedreht werden, damit die beiden sich erreichen. Ne? Ich dachte, ich muss den hier benutzen, aber musste ich gar nicht. Na gut. So, aber bevor wir jetzt da reingehen, weil das sieht mir arg nach dicker, fetter Falle aus, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.